Leute, ich bin wieder im Wald, endlich. Und ich habe Post bekommen vom Andi. Es geht um das Pass-Around dieses Neckknives von Real Steel Knives. Meine Art, wie ich das vorstelle, ist immer, indem ich was Praktisches mache. In diesem Falle habe ich diesen Löffel ausschließlich mit diesem Messer geschnitzt. Also mein Dank geht an Stefan 123321, der zusammen mit Messer & Co. von Dirk Wanger dieses Pass-Around ins Leben gerufen hat. Der Flachschliff mit Sekundär-Schleifkerbe, der ist gut kontrollierbar. Und beim Schnitzen von mir weg ist einer der Hauptpositionen, die ich nutze, ist diese Daumen-Wegdrück-Position. Da bietet dieses Messer hier oben mit den 3 mm, also 3,5 mm bestimmt, gute Auflagefläche für den linken Daumen. Flakes lassen sich wirklich sehr schön kontrolliert hier abchipsen. Die ganze Zeit habe ich nicht einmal nachgeschärft. Jetzt bin ich an einen Punkt gekommen, wo das Messer an seine Grenzen kommt. Es hat nämlich diesen langgezogenen Bauch, der den Radius einer solchen Kuhle dann halt einstrengt. Wenn man beim Schnitzen gute Kurven machen will, dann ist es besser, wenn der Bauch kurz und einen kleinen Durchmesser ist. So bleibt mir eigentlich nur noch aus, über hier ein bisschen zu schaben. Aber ansonsten hat sich das Messer sehr gut erwiesen. Ich habe bei den Jimpings hier ein bisschen meine, sage ich mal, Irritationen. Die finde ich ein bisschen zu scharf. Ich brauche keine Jimpings. Jimpings sind meiner Meinung nach eher ein Designelement oder wenn man die Kraft von der Hand ohne Abrutschen auf die Klinge in der Stichposition überträgt. Aber ansonsten brauche ich Jimpings nicht. Dass hier die Aussparung ist, finde ich sehr praktisch beim Schnitzen. Ich nehme da gerne mal meinen Mittelfinger rein und halte die Klinge dann so und kann dann sehr kontrolliert hier im Drinnen zum Beispiel die Tiefung schaben mit der Hebelwirkung. Also hier habe ich angefangen, ein Loch zu bohren. Jetzt muss ich von der anderen Seite gegenbohren. Datenmaße, die kriegt man in jedem Laden, bei jedem Datenblatt. Da möchte ich euch nicht mit belasten. Für mich muss ein Messer
in der Holzverarbeitung beziehungsweise geeignet dafür sein. Das empfinde ich so, dass das der Fall ist bei dem Messer, weil es die Schärfe jetzt über die letzten 5 Stunden, wo ich insgesamt an diesem Löffel geschnitzt habe, gut gehalten hat. Ich meine, man könnte es zwar wieder abziehen, aber ich sehe jetzt keine Lichtbrechung oder dergleichen, dass sich da die Schneide irgendwie in irgendeiner Form umgelegt hätte. Ich muss mal gerade hier beim Holzvergaser mal nachlegen. Und da haben wir den Fangriemen. Die Kanten brechen hier. So, mein Fazit: Das Messer taugt als kleines Bushcraft-Messer.